auf ein Becher. Excellence on the track. Was geht ab? Heute neue Folge bei sonnigen Temperaturen aufs Auerberg Mitte in Bonn mit GHL 53. Mein Lieber, schön, dass du Zeit hast, schön, dass du da bist. Danke, dass ihr da seid. Ich würde sagen, freue ich mich, sehr gerne. Wir gehen einfach ein paar Meter und sprechen einfach mal zuallererst über deine Biografie, über dich als Künstler, wie du so aufgewachsen bist und was auch die Hut hier ausmacht. Ja, ja klar, erzähl. So, ja, wir fangen eigentlich immer damit an, wie bist du aufgewachsen, wo bist du aufgewachsen, wo liegen deine Wurzeln? Erzähl mal erstmal ein bisschen dazu. Also ich bin 95 hier in Bonn geboren, Johanniter-Krankenhaus, aufgewachsen in Tambusch bis 2006 ungefähr. Dann sind wir umgezogen hier nach Auerberg und seitdem lebe ich hier. Ja. Was hast du für einen familiären Hintergrund? Also wo kommen deine Eltern her? Meine Eltern kommen aus dem Afghanistan. Ich bin ja Deutscher, ich bin ja hier geboren. So, ich war auch leider noch nie in der Heimat. Die meisten meiner Familienmitglieder wohnen im Iran, so halt durch Krieg und wirtschaftliche Verhältnisse. Okay. Und ja, aber schon auch echt lange her, dass ich letztes Mal im Iran war, ich glaube 2008. Ah, okay, also das heißt, Afghanistan ist gar kein Familienmitglied mehr? Doch, aber nur vereinzelt. Okay. So, der Hauptstamm meiner Familie befindet sich momentan in Teheran, also im Iran. Okay. So. Das heißt, da hast du auch des Öfteren mal einen Abstecher und Besuch gemacht, ja? Ja, aber schon etwas länger her, dass ich das letzte Mal da war, Bro. Hoffentlich bald wieder, ja? Hoffentlich. Gut, dann erstmal das dazu. Jetzt hast du gesagt, dann hast du wahrscheinlich so die Jugendjahre. Mhm. Ich sag jetzt mal Alter von bis. Wann bist du nach Auerberg gezogen? Von Tambusch dann aus? Mit 11. Mit 11? Mit 11. Und seitdem auch hier am Wohnen, ja? Ja. Das heißt, wie würdest du selber die Jugendjahre hier beschreiben? Geil. Ja? Ja. Was meinst du, macht euren Stadtteil aus? Was meinst du, macht das Leben hier aus? Ich glaube, unser Stadtteil unterscheidet sich jetzt nicht unbedingt von anderen Stadtteilen. Ist halt überall, glaube ich, derselbe Mist, wenn man zur Jugendzeit groß wird. Ja. So, hier ist ja geil. Das Geile ist an meinem Viertel, hier ist man ein bisschen mehr familiärer unterwegs. Okay. So, du hast auch selten der Fall, dass Leute von außerhalb hierher kommen oder so. Man ist immer hier unter sich. Ja, und das finde ich angenehm. Ja, alles klar. Gut, das erstmal dazu. Wie sieht's aus mit schulischer Laufbahn? Wir wollen halt erstmal so, ich sag immer diese Standardsachen, ja, damit die Leute erstmal so ein bisschen einen Überblick über dich haben, ja? Wie sieht's so mit schulischer Laufbahn aus? Was hast du da gemacht? Also mein höchster Bildungsgrad ist die Fachoberschulreife. Also okay. Realschulabschluss mit Quali. Ich hab's dann auf dem Gymnasium versucht, aber es war nichts mehr für mich. Okay. So, ich habe die Schule nicht mehr ernst genommen. Vor allem der Lernstoff war auch von der Realschule auf dem Gymnasium rüber. Weißt du, das war auf jeden Fall ein krasser Unterschied, ne? Ja. Okay, das heißt, dann auch in den Jahren ein Stück weit mit Musik vielleicht in Kontakt bekommen, weil das ist ja meistens immer so ein einschneidendes oder einhergehendes Zeitding, dass man halt gerade so in diesen Jugendjahren ein bisschen wilder wird, anfängt Rapmusik zu hören, weißt du? Ja. Ich sag mal so, ich habe Musik schon wirklich mit dem jungen Alter schon begonnen. Ja. Ich glaube, meinen allerersten Song habe ich wirklich mit 11. Mit 11? Ja. Krass, aber jetzt natürlich da ganz entscheidend die Frage, wie kommst du dazu, mit 11 Jahren überhaupt musikalische Anfänge zu wagen? Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich irgendwo ein bisschen ADS, wollte mich unbedingt so in den Vordergrund stellen. Nee, Spaß. Guck, ich mache noch den hier, ich gucke den noch so ernst zu. Ich hatte einfach Bock drauf, was soll ich dir sagen? Okay, aber also was waren denn deine ersten musikalischen Einflüsse? War das dann direkt auch schon Rap oder? Ja. Okay, und durch wen? 50 und Azad. So MTV-Zeiten und Azad war dann eigentlich die Anfänge, was man auf dem MP3-Player hatte oder im CD-Regal gesehen hat, ne? Ja, nicht unbedingt im CD-Regal, aber im MP3-Player lief bei mir hauptsächlich nur Azad. Ja? Ja. Ich weiß auch noch, bei mir war Azad so, kennst du doch früher, Mediamarkt reingegangen, CD-Cover gesehen, Azad-Cover gesehen, Blockschrift zum Beispiel, hat einen direkt angesprochen, hat dann gecatcht. Oder du weißt Bescheid, geil. Das heißt, das waren so wirklich deine musikalischen ersten Einflüsse? Ja. Und du hast dann selber wo aufgenommen? Zu Hause, in meinem Zimmer. Mit Headset oder auf welcher Basis jetzt? Ich habe den Rekorder von meinem MP3-Player genutzt ja. und das an meine Tür befestigt.
und dann da reingerappt. Und das dann mit, es gibt so ein Programm, Magic's Music Maker. Kenn ich, ja. Da habe ich dann die Spuren dort drüber gezogen. Krass. Und das mit 11 Jahren? Ja, mit 11. Das heißt, hattest du auch zu der Zeit schon einen PC oder bist du dann immer PC bei jemand anderem? Nee, ich hatte. Krass, ja. Ich hatte auch mit, ich glaube, 14 oder 15 hatte ich eine Zeit lang ein komplett eigenes Homestudio. Okay. Aber da habe ich eine Zeit lang auch Musik gar nicht mehr so ernst genommen. Ja. Das war auch der Grund, warum ich dann ein paar Jahre komplett weg war. Das heißt, mit 11 Jahren angefangen. Jetzt bist du wie alt? 25. 25. Also wirklich schon einige Jahre mit Musik verbracht und mit der Arbeit auch verbracht. Ne? Das ist auch ein Grund für mich, überhaupt dich zu treffen, weil ich natürlich als Bonus mitbekomme, wie hart du hustelst und was dich auch von den anderen abhebt. Ja? Gut, jetzt haben wir über die musikalischen Einflüsse gesprochen und Anfänge. Das heißt, irgendwann muss es ja ein Stück weit für dich auch ernster geworden sein, dass du dir vielleicht auch selber gedacht hast, ey, ich möchte mein Geld vielleicht irgendwann mal damit verdienen. Ja. Wie kam das? Also in welchen Jahren kam diese Entscheidung? 2017, glaube ich, war das. Okay. Das ist auch sogar eine lustige Story. Ich hatte Nachtschicht und ich habe Jul gehört. Jul? Ja. Und ich dachte mir, das ist eigentlich so eine einfache Musik, die er da macht. Hast du vollkommen recht, aber das könnten wir auch trotzdem, ne? Ja, es hat mich auf jeden Fall gecatcht, aber ich fand irgendwie die Produktion da sehr krass, weil das hört sich einfach simpel an. Weißt du, so in dem Zeitraum, so 2016, da waren die Deutschrap-Beats von meiner Meinung nach zu krass ausproduziert. Mhm. Das ist auch so das Gütesiegel, was Deutschrap betrifft. Zu verkopft da halt, ja, ne? Ja, genau. Ja, das hast halt bei Jul. Also lass das nicht. Wollte ich gerade sagen, so, und ich muss gerade auch immer bei Jul daran denken, so, der enttäuscht halt nie, aber irgendwie erfindet er die Welt auch nie neu, so, weißt du? Ja. Ist halt immer so dasselbe Muster und Schema und auch die Flows sind ungefähr dieselben, so. Ja. Der wagt irgendwie nicht große Schritte, weißt du, was ich meine? Und dann halt, wie gesagt, so, ich hatte Nachtschicht und welchen Song? Brigante habe ich, glaube ich, gehört. Ja, Mann, weißt du, was wir da für Sessions drauf hatten? Und dieser Song hat in mir so einen Reaktionskurzschluss hinterlassen, wo ich mir dachte, ey, das kann ich auch. Jetzt nicht die Musik, sondern so, das sieht bei dem ganz einfach aus. Man braucht jetzt nicht so Gedanken zu machen. Und dann habe ich angefangen, mir wieder erstmal ein paar Beats zu picken, zu schreiben. Ich habe das meinen Jungs vorgerappt und dann hieß es, Bruder, du musst wieder anfangen. Das heißt, du hast jetzt gerade nochmal den Break angesprochen. Du hast zwischen den Jahren auch mal pausiert oder was? Genau. Okay. Und dann durch Jul, durch diese Nachtarbeitsaktion wieder ein bisschen den Faden gefunden, ja? Ja. Okay, und dann hast du dir irgendwie soundtechnisch gesagt, okay, ich möchte jetzt nochmal das ganze Ding von der anderen Seite anpacken, oder wie war das dann? Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier die perfekte Antwort zu geben kann. Es hat bei mir angefangen mit, wie gesagt, ich habe früher sehr, ich sag mal in Klammern, depri-lastige Musik gemacht. Okay. Heutzutage mache ich das eigentlich immer noch so, aber damals war es noch ein bisschen zu vertieft depressiver. Ja. Aber irgendwie wollte ich selber so einen kleinen Wechsel stattfinden lassen. Und auch dieser Deutschrap-Sound, das Lustige ist so, ich habe mit Afro-Trap angefangen. Ich glaube, so mein erster Release unter GHL war Jerome Boateng, stimmt. Afro-Trap. Okay. Und ein paar Monate später ging dann dieses Palmas Plastik-Ding durch. Krass. So. Und ich war halt immer so ein Typ, ich habe schon gern versucht, so eigenständige Musik zu machen, aber ich hatte schon viel Inspiration aus Frankreich. Okay. Viel. Also das heißt, du würdest auch sagen, jetzt dein aktueller Sound, an den du dich auch privat orientierst, ist schon eher Frankreich. Aktuell nicht mehr? Zur Anfangszeit schon. Okay. Aber jetzt nicht mehr. Ich glaube, da kommen wir später drauf zu sprechen. Ich habe eine Vermutung, eher so Ami-lastisch, ja? Auch nicht. Auch nicht? Nein. Dann eher UK oder was? Ich versuche schon echt einen eigenen Sound mittlerweile zu machen. Okay. Also das heißt, du hast dich lange genug mit den verschiedenen, was heißt Genres, aber mit den verschiedenen musikalischen Herkünften auseinandergesetzt, um jetzt einen guten Mittelweg zu finden und von allen vielleicht auch etwas. Das musste auch so sein, weil die Produktionen meiner Anfangszeit, die waren jetzt nicht so krass. Okay. Und dann fing ich an von Musikgenre A zu Musikgenre B, immer noch im Bereich Hip-Hop. Ja, ja. Aber ich habe dann versucht, wirklich so einen musikalischen Cut zu setzen. Und ich glaube, ich habe von all den Erfahrungen jetzt so für mich so die beste Würze rausgeholt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, und mein Sound, meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie der Zuhörer das denkt, aber mein Sound ist jetzt mittlerweile jetzt nicht mehr so französisch. Ja, okay. Ja, das, also da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf zu sprechen.
dass halt das ganze Thema, was jetzt musikalisch von dir folgt, worauf die Leute sich einstellen können, da werden wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen und was auch dein Sound dann im Endeffekt für die Zukunft ausmachen wird, ja? So, auf jeden Fall, dann haben wir gerade drüber gesprochen, dass halt deine musikalischen weiteren Versuche mit der Musik 2017 fortgesetzt wurden, durch diesen Schlüsselmoment mit Jul. Ja. Dann halt das für dich das eigene Erlebnis mit Afro-Trap, dass du da halt auch gemerkt hast, okay, ich habe eine gewisse Vorahnung gehabt für das Soundbild. Darauf folgten dann Bones und Raff, was ja ein Mega-Erfolg Erfolg war. Was kam dann? Was kam die Jahre danach? Also ich meine, ich habe es ja mitverfolgt, aber jetzt gerade für die Leute, die dich vielleicht erst jetzt kennenlernen oder erst jetzt einschalten bei dir. Nachdem ich mein erstes Mixtape Bandoleros released hatte, das war eigentlich hauptsächlich dieser Afro-Trap-lastige Sound, war ich selber jetzt auch nicht mehr mit dieser Musikgenre so zufrieden. Okay. Weil keine Ahnung, irgendwann wurde mir das langweilig, ausgelutscht, diese Bum-Dab-Bum-Dab-Beat zu rappen, oder reicht doch jetzt langsam. Und ich habe wieder versuchen wollen, in die Tiefe der Musik zu greifen und wirklich versuchen, mit Lyric zu punkten. Okay. So, das Krasse ist an mir, so wenn ich mit dir spreche, das werden auch viele merken, ich werde sehr viele Sprachfehler bringen, aber das juckt mich nicht. Aber in meinen Lyrics versuche ich dennoch so trotz kaputtem Sprachgebrauch das Beste rauszuholen, weißt du, was ich meine? So, dass man dass der Hörer ein Bild im Kopf kriegt, wenn er sich meine Lyrics reinzieht. Und die sagt ja auch bestimmt PNL was. Ja, ja, klar. Oder PNL hat mich komplett eingenommen. Weil das war genau die Art von Musik, die ich schon immer gerne machen will. Jetzt wirklich so ein melancholischer Hip-Hop. Okay, so dieses Mitreißende. Ja, so das, was ich jahrelang versucht habe, haben die Jungs einfach perfekt nach vorne gebracht. Ja, das stimmt. So, also auf jeden Fall dieses Sphärische. Ich weiß nicht, ob du dich so mit den Lyrics auch auseinandergesetzt hast von den Jungs. Boah, die haben krasse Texte. Und das war auch irgendwo mein Ansporn, versuchen, ein etwas cloudlastigeres Ding beim zweiten Mal zu verschaffen. So, ich bringe meine Projekte immer so auf der Basis raus, je nachdem, was ich in meinem Umfeld gerade höre. Okay. So, wenn ich morgen Heavy Metal hören werde, wirst du nächstes Jahr vielleicht so ein Rap-Heavy Metal Ding von mir hören. Ehrlich. Du versuchst immer da die Kreuzungen zu finden, ja? Ja, genau. Ja, sehr schön. Und wie gesagt, dann fing es an mit Pandora. Da haben wir... Das war, Pandora war auch eine EP, ne? Oder das war ein ganz Album. Also das hättest du schon als Album betitelt? Ja. Jetzt nicht abwertend gemeint, ne? Aber okay. Ja, da, zu der Zeit, das war 2020, wann war das? 2019? 2019, okay. Glaube ich. 2019. So, dann folgte das Ding. Und was ist jetzt? Erzähl ein bisschen, jetzt, ich sag jetzt mal letztes und dieses Jahr. Was hast du da gemacht? Was hast du getrieben? Wie kommst du, dass du jetzt hier vor der Cam stehst? Bruder, ich war nur am Arbeiten, was soll ich sagen? So. Das ist gerade das, was ich eben angesprochen hatte, ja? Ich war nur im Studio, ich war nur beschäftigt mit unseren Projekten. Komplett den Fokus darauf gelegt, mich auch nicht mal allzu sehr auf Musik konzentriert. Was soll ich sagen, Mann? Ich war nur am Arbeiten. Tunnelblick und einfach machen, Sound ausreifen lassen. Hoch vier, Mann. Weißt du, was ich meine? So, manchmal, ich muss auch, also wirklich, entschuldige, dass ich unterbreche, aber dazu muss ich echt sagen, dass einer der wenigen Jungs, der schickt dir einfach 6 Uhr morgens, schickt der dir, was hältst du von dem Song? Was hältst du davon? 7 Uhr morgens, erste, was der macht nach Aufstehen, ist irgendwie was fragen, wie sieht das aus, was ist damit nicht und so. Nicht nach dem Aufstehen. Oder du kommst gerade von Session nach Hause oder so. Nach Hause. Weißt du, aber immer im Kopf bei den Projekten, weißt du? So, ich würde sagen, das ist eigentlich erstmal so zu deiner... Ja, wenn man so Fahrrad fährt, ist man auch im Fernsehen. So, auf jeden Fall... das zu dem ganzen Thema, was bis jetzt passiert ist. Wir haben uns ja getroffen aus gegebenem Anlass, was ich jetzt auch schon 2-3 Mal angeschnitten habe. Es folgt eine EP von dir. Tada. Jetzt ist raus. Die Chaos-Theorie-EP. Ich glaube zu diesem Zeitpunkt, das heißt, ich glaube zu diesem Zeitpunkt wird die EP schon draußen sein. Wir werden uns jetzt hinsetzen und ein bisschen über das Musikalische sprechen, was du dir erhoffst von der EP, was du später noch planst nach der EP. Und würde ich erstmal sagen, machen wir hier einen Cut. Gerne. Genießen noch ein bisschen das Wetter. Ja, Mann. Trinken noch ein Schlückchen und sehen uns gleich wieder, meine Lieben. Wir lustigen uns über andere Bonner Rapper. So sieht's aus. Nein, das nicht. Kein Fitner hier, kein Fitner. Thank you.
Sommer lieber. Jetzt sind wir mitten auf dem Bolzplatz, mitten im Zentrum. Ja, haben gerade noch ein paar Sachen abgedreht. Man muss dazu sagen, es ist auf jeden Fall bei den Temperaturen nicht so einfach wie sonst. Ja. Für dich ist sowieso das erste Interview. Ja. Aber man kommt gut ins Schwitzen und auch der Kopf ist so ein bisschen Matsche, muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Da sagst du was. Jetzt wollen wir über die EP sprechen, die wir eben schon angeschnitten haben. Ja, Mann. Titel? Chaos-Theorie. Chaos-Theorie? Ja. Wie viele Tracks? 6. 6 Tracks? Ja. Musikalisch? Was meinst du, wie kann man das am besten beschreiben? Ich habe sie schon gehört. Es ist chaotisch. Hast du deinen roten Faden gefunden? Du nein, hast ja definitiv schon gehört. Nicht. Ja, nein. Siehst du, es ist chaotisch. Aber trotz alledem, was meinst du, was sind, also du hast jetzt gerade über die Einflüsse gesprochen, die du schon in den letzten Jahren so mitgenommen hast. Ja, ja. Wie würdest du das eher zuordnen? Also es ist ja eigentlich schon allem etwas dabei. Ja? Es ist so, sowohl was Lyrisches dabei, als auch so ein bisschen Abrechnungsding, als auch so ein bisschen Sommerfeelings. Ja. Liebesrhythmik ist mit bei. So, die Jungs oder die, ich sag Jungs und Mädels, hoffentlich gucken auch ein paar Mädels zu, werden das Ding ja jetzt schon gehört haben. Die, die es noch nicht gehört haben, was können die erwarten von dir? Eine chaotische Reise. Mehr kann ich da echt gerade nicht sagen. Ihr müsst euch einfach die EP einfach reinziehen. So, es hat keinen roten Faden. Es ist auch alles spontan entstanden, deswegen auch die Chaos-Theorie. So, glaubst du mir, wir hatten echt die Entscheidung von heute auf morgen einfach getroffen. Rauszuballern. Weil das Ding ist, ich habe schon ein bisschen Output da, aber es ist noch nicht so weit. Oder die Zuhörer haben es noch nicht verdient, dass sie das zu hören kriegen. Okay. Deswegen kommt jetzt erstmal so die Chaos-Theorie. Ich sag euch ehrlich, die besteht aus geilen Tracks, keine Frage. Aber das waren auch keine Skizzen, aber das war so eine Erweiterung von Skizzen. So, wie soll ich sie jetzt am besten erklären? Bei der nächsten Folge auf ein Tee werden die Leute dann mitkriegen, was schnell rüberschwenke, oder, ne? Um auf die Release-Strategie drauf einzugehen, ja? Mhm. Also wie gesagt, die dich jetzt vor dem Interview schon verfolgt haben, werden ja wissen, dass das Ding ohne Ankündigung von jetzt auf gleich released wird. Ja. In Zusammenkunft mit einem Video, ne? Genau. Das ist ja so, haben wir selber schon drüber gesprochen, eher so Ami-Technik, Ami-Herangehensweise. Ja. Hast du es bewusst gemacht, weil vielleicht jetzt noch nicht die große Zuhörerschaft da ist oder weil du wirklich so von diesen Ami-Strategien inspiriert wurdest? Oder wie kommst du dazu, dass du wirklich diesen unklassischen, deutschen, unklassischen Weg gehst? Genau, weil die EP Chaos-Theorie heißt, wollten wir nicht den klassischen alles Weg konträr, gehen. Ja. Sondern wollten einfach das machen, worauf wir Bock hatten. Unser Kameramann, der Young Easy, hatte die Idee gehabt, einfach nach Ami-Muster einfach zu releasen. Okay. Und das ist halt die Chaos-Theorie, ne? So. Also alles komplett untypisch einfach gemacht, ja. Ja, alles klar. So, wir haben uns jetzt auch nicht so viel Gedanken um Release gemacht, sondern einfach vorbereiten, droppen, Mucke für und Mund halten. Lassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ohne reden. So, ja, weißt du, was ich meine? Einfach releasen. Das war auch der Grund, warum ich in den letzten Jahren nicht so aktiv war. Man hat von mir auch nur so flüchtig Releases nur mitbekommen. Das liegt einfach nur daran, wie wir das schon vorhin beim Spaziergang schon besprochen hatten. Ich bin nur am Arbeiten. Ich bin 24/7 im Kopf nur mit unseren Sachen beschäftigt und ich habe ein dickes Projekt am Start. Jetzt sprichst du auf jeden Fall schon mal die heißen Themen an. Was kann man so erwarten von dir? So ein bisschen Material musst du auf jeden Fall liefern. Ich würde schon gerne ein bisschen plaudern, ne? Aber Soundrichtung, Soundbild. Zu wild. Features. Zu wild. Plattform. Zu wild. Das kann jeder sagen. Erzähl mir ein bisschen. Nein, das kann ich dir nicht erzählen, Mann. Zeitraum. Ende des Jahres. Wann kann man mit rechnen? Ende des Jahres? Ja, safe mit Ansage. Auch von der Jahreszeit eher typischer Sound? Ja. Okay? Ja. Jetzt muss ich natürlich meine Interviewer-Skills rausholen. Hast du auch zuletzt auf Instagram, was die Leute verfolgen können, eine Hommage an Haftbefehl gemacht? Ja, Mann. Was vom Soundbild halt auch eher so zu den düsteren Monaten zählt? Ja. Also bin ich da mit meinen Vermutungen schon so ein bisschen richtig? Nein. Auch nicht? Nein. Okay, krass, dann würde ich einfach sagen, lassen wir das Thema geschlossen und wir lassen uns gibt überraschen. Gebt euch die Chaos-Theorie-EP, vertraut mir. Gebt euch die Chaos-Theorie-EP. Es werden weitere Releases noch kommen. Einfach einzelne Singles, ein paar Hörproben. So, aber lasst euch erstmal die Chaos-Theorie einfach durch die Zunge zergehen und wartet einfach ab, bis es wieder Winter ist. Das heißt aber Album oder wieder EP? Nein, ein Album. Album? Ja, Mann. Okay, krass. Feierabend. Ich schwöre sogar, Feierabend. Album hast du jetzt gerade schon mal angeteasert. Einfach abwarten, einfach solange abwarten. Sich ein bisschen füttern lassen durch die EP, durch die Singles, die dann auch noch zur Überbrückung kommen, durch die Hörproben. Viele Singles kommen, versprochen. Mit Musikvideos, mit Spotify-Releases. Ich ziehe mich jetzt ein bisschen aus der Hörprobenszene zurück okay. und will jetzt komplette... Hast du geil formuliert, ja?
sehr geile Formulierung, ja. Gut, das dazu. Jetzt haben wir natürlich wie immer noch, auch von mir nochmal der Aufruf an der Stelle, Instagram, wir posten immer vorher den Künstler, einen Tag vorher, zwei Tage vorher. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sage ich eigentlich jedes Video. Auch an dich wurden natürlich Fragen gestellt und ich würde sagen, an die machen wir uns jetzt nochmal ran. Gerne. Und gucken mal, was so die Leute über dich interessiert. Und fangen jetzt mal direkt mit der ersten Frage an. Arvid Linus, 5'3, nach Kessenich, viele Grüße, fragt, bester Ort in Bonn? Auerberg. Ja? Ja. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas Neutrales. Nein. Okay. Nein. Zweite Frage, wer gewinnt die EM? Boah, ich würde gerne Deutschland sagen, ne? Aber ich denke Frankreich oder England. Krass. Maslum, 6'2, fragt, wirst du Vereinshymnen wie beim MSV planen? Wie bitte? Wirst du Vereinshymnen wie beim MSV planen? Also MSV, hast, ja, hast du für schon, die mal einen Song gemacht, ja, oder ja, was? Ja, ja, ja. Okay. So, wenn es passt. MSV für alle Nicht-Bonner ist ein Fußballverein. Der marokkanische Sportverein Bonn. Ja, also wenn die Leute Interesse dran haben, wieso nicht? Okay. Ja, was soll ich sagen? Dann finde ich, geile Frage, also für mich einfach zu beantworten, das habe ich so ein bisschen schon vorweggenommen. Uday Dula fragt, mehrfacher Millionär sein oder Welthunger endgültig stoppen? Boah, Welthunger endlich ja, stoppen, weiß, definitiv, Mann. Sagen, oder? Obwohl, nein, lieber Multimillionär sein, weil dann kannst du ja eh die ganze Welt versorgen irgendwie. Ja, Bruder, mit einer Multimille reicht das auf jeden Fall nicht. Kriegt man schon, ja. Nächste Frage kommt von Amir Johnson. Sommer in Bonn 2 geplant? Ja. Ja? Ja. Also alle, die den Song, vor wie vielen Jahren, was haben wir gesagt? 2018, ja. Ich glaube, Sommer in Bonn 17 hast du gesagt, ja, ne? Ich glaube schon, 2018. Dann fragt Tuki, fragt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Oder solange meine Familie gesund ist, ich da bin, juckt mich das nicht. Okay. Amino Algerie fragt, wer ist deiner Meinung nach einer der stärksten Rapper in Bonn von den ganzen Newcomern? Ich. Noch 2, 3 vielleicht dazu? Ein bisschen Liebe verteilen? Klacks, mein Bruder Sidin. Es gibt schon krasse Rapper hier in Bonn, muss ich echt zugeben. Aber mit den meisten habe ich auch nicht viel zu viel zu tun. Okay. Dann der Mann, der auch hinter der Kamera steht. Juan hat gefragt, welcher Song von der Chaos EP ist dein Favorit? Ist natürlich auch eine spannende Frage jetzt dazu. Ich finde, auf der Chaos Theorie gefällt mir Sandsturm am meisten. Ja? Ja, Mann. Ist bei mir auch hängen geblieben. Ja. Ja, ja. Nächste Frage kommt von X-Gotanks. Hast du einen Labelvertrag? Nein, noch nicht. Noch nicht? Nein. Ist da was in der Rede? Ja. Okay, da wirst du wahrscheinlich auch jetzt nichts zu sagen. Und da, glaube ich, können die Leute sich auch drauf gefasst machen, ja? Ja, ja, ja. Der Mann schweigt. Alles klar, das war's dazu. Jetzt kommen wir zu unseren 3 Abschlussfragen. Ich hoffe, du kennst sie, weil du das Format verfolgst. Ja. Erste Frage, Bonn ist? Die schönste Stadt der Welt. Was macht Bonn aus? Ich mach mal so ein paar Zwischenfragen. Die coole Infrastruktur. Du kommst von der A nach B recht schnell hier in Bonn. Ja. Und auch umherliegend alles eigentlich relativ einfach zu erreichen. Ja, ne? Ja, ja. Zweite Frage. Musik bedeutet für mich? Puh, das ist eine schwierige Frage, Mann. Musik ist für mich... Ich will jetzt gar nicht so rüberkommen, ist mein Leben, ja, aber... Ich glaube, ohne Musik... Schon ein großer Inhalt, ne? Ja, ohne Musik wäre ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, glaube so, und das meine ich auch wirklich so mental bedingt, mindset-technisch. Und so. Ja. Musik hat mir echt viel weitergeholfen. Schön zu hören. Letzte Frage, jetzt auch nochmal gerade auf die vorherige Instagram-Frage zurückzukommen. In 20 Jahren sehe ich mich? Solange ich gesund bin und es meiner Familie gut geht, ist mir das scheißegal. Alles klar. Ja. Mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Oder ich hab zu danken. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Ich danke dir, Mann. Und, gibt mein Lieber, lass mich, Video nicht hängen, lass mich nicht hängen. Hey, lass mich nicht wo siehst du dich in 20 Jahren? In 20 Jahren? Ja. Boah, schwierige Frage. Jetzt dreht dir den Spieß rum, ja? Mit Ansage. Mal gucken, wo die Wege einen hinführen. Ich wollte dir gerade noch die Möglichkeit geben, ein paar letzte Worte an die Kamera zu richten. Bei dem ein paar letzte Ehrlich? Worte, ja. Leute sollten dein Instagram abchecken, dein Spotify, ja. EP abchecken. Folgt mir auf Instagram, gebt euch meine Mucke über Spotify. Könnt mir auch gerne Resonanz zu meiner Musik hinterlassen. Ich versuche auch jeden zu antworten. Ansonsten gebt euch die Chaos-Theorie-EP, gebt euch die Folgen von Vito, die vorherigen Dankeschön. Folgen. Ja, bis auf eine bestimmte Folge, aber
Noch ein bisschen Fitner. Ja, ein bisschen Fitner hier. Muss ja immer rein. Wir sind in der Fitnerstadt hier. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Es werden jetzt auf jeden Fall weitere Videos folgen. Wir geben Gas. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Zeitplan aufgebaut. Wir fahren nach Hamburg. Ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, wen ihr da so erwartet, wen ihr euch auch selber vielleicht wünscht. Unabhängig von Hamburg, in ganz Deutschland, vielleicht auch in Holland, in unseren Nachbarländern. Schreibt alles, ballert alles rein. Und wir sind auf jeden Fall einige Tage jetzt unterwegs und werden einiges drehen. Und ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt und auch dir Feedback gebt. Und wenn das ganze Ding ins Rollen kommt. Meine Lieben, vielen Dank, ja?